Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Baloki mit deiner täglichen Dosis Angeberwissen und hier ist Marc Hagenbeck, unser Tachchen. Mentalist, Mastermind auf Schoki Baloki und ich bin der Sashi und wir haben heute den 17. Februar und heute am 17. Februar hat Geburtstag wer? Natürlich unser Ed Sheeran hat Geburtstag. Was hat er gesungen? Jawohl. Er hat gesungen diese bekannten Lieder wie Everything Has Changed und Icy Fire. Bekannt wurde er natürlich mit dem Lied Shape on You. Kannst du singen? Nein. Was ich dir aber verraten kann, ist, dass Ed Sheeran und ich eine Gemeinsamkeit haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Ihr habt beide zwei Augen. Nein, wir sind beide gerade mal etwas größer als eine Parkuhr. Ja. Ja. Aber die Parkuhr muss dann aber richtig groß sein, damit ihr gerade mal drüber lunzt. Ja. Vollkommen nee, richtig. Richtig, ja. Richtig klein sein. Ah, ist egal. Also Ed Sheeran ist auch so ein abgebrochener Meter wie ich. Aber wie groß bist du? Ich bin ungefähr so. Ja, kann man nicht in Zahlen ausdrücken. Ich sag immer 1,70, aber naja, Rundungsfehler. Ja, natürlich. Weiß ich auch nicht, ist ja klar. Ja, am 17. Februar 1991 in Halifax geboren. Ja, und am 17. Februar 1996 hat der Schachweltmeister Garry Kasparov den Schachcomputer Deep Blue besiegt in Philadelphia. Ja, also er hat einen Computer, einen Schachcomputer besiegt als Mensch. Ja, das war eine Riesensache. Das war 1996 am 17. Februar. 1996. Mich würde mal interessieren, ob das heute immer noch gelingt mit der heutigen Rechnerleistung und so weiter. Ob das System Mensch den Computer immer noch besiegen kann. Das wäre mal interessant zu wissen. Ja, ich ist weiß aber jetzt gerade scheißegal. Ist gerade scheißegal, ne? Ja. Was aber nicht scheißegal war, am 17. Februar 1972. Ja, was war da? Da lief der 15.007.634. VW Käfer in Wolfsburg vom Band. Aha, und hat damit einen Rekord gebrochen. Und zwar gab es in Amerika diese Automarke nach dem Zweiten Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg, Tin Lizzie. Und Tin Lizzie hat das VW-Werk damit überholt. Ach so, okay. Und hat einen neuen Rekord aufgestellt. Das am meisten produzierte VW Käfer, na klar. Auto. Na klar, ja. Wann war das? In welchem Jahr? 1972. 1972. Das ist mein Geburtsjahr übrigens. Da war ich gerade geboren. Ja, das sieht man. 17. Februar. Das war alles am 17. Februar. Das war der Käfer. Rekord-Dings da. Zack, zack. Hätte Ed Sheeran hinterm Steuer gesessen, hätte er wahrscheinlich nicht drüber gucken können. Ne? Nee. Egal. Und was war das dritte noch? Was haben wir Ihnen gerade erzählt? Puh, keine Ahnung. Weiß interessiert mich ist nicht. Ist auch wurscht, ja, ist klar. Ne, morgen geht's ja weiter. Angeberwissen heute. Morgen geht's ja weiter mit Angeberwissen. Ja. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski, macht's gut.